Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja. So langsam müssen wir uns überlegen, wie wir unsere Basis effektiv verteidigen. Das könnte ich jetzt mal lesen. Kannte ich aber anscheinend schon. Und ich bin auf der Suche nach lohnenswerten Locations. Ich gehe jetzt einfach mal die Straßen entlang. Oh. Gar nicht so weit entfernt. Oh, ja, ja, ja. Mini Bike Wheels. Da haben wir doch was Gutes gefunden. So. Trink mal einen Schluck. Sehr schön. Dann gucken wir hier auch mehr so auf den Boden. Wir brauchen Vogelnester. Denn die geben uns zum einen Nahrung und zum anderen Munition. Zweitere finde ich eher wichtig, Munition. Nahrung ist zwar auch ganz cool, aber ja. Airdrop. Da hinten geht ein Airdrop runter. Immer in diese Richtung eine große Holzkiste. Einmal durch die Stadt durch. So. Ist mir jetzt egal, wie weit der weg ist. Den holen wir uns. Und wir haben Fässer. Also was soll schon passieren? Oh Gott, ich hätte mich nicht umdrehen sollen. Was jetzt da? Oh, was ist denn hier? Was kann ich denn hier jetzt eigentlich wegwerfen? So, Airdrop, zeige dich. Und zeige dich, mein Airdrop. Bist du hier in diesem zombie-verseuchten Lager? Kommt mal alle hier. Ich pferche euch mal so ein bisschen zusammen. Dann mache ich euch mit einem Pfeil kaputt. Oder auch nicht, wenn ihr so beschissen langsam seid. Der lebt noch. Nee, lebt nicht mehr. So. Nee, nehme ich gar nichts. Oh, Kornseeds, die nehme ich mit.
Horn kann man immer gebrauchen. Horn. Oh. Was haben wir denn hier? Shotgun. Wir nehmen natürlich alles mit. Hunting Rifle, okay. Use. Von was hier? Use. Dann können wir das schon mal. Ah ja, komm. Weg. Weg. Und von der haben wir genug. Pistolen Grips brauchen wir jetzt eigentlich auch keine mehr. Genauso wenig wie die Magnum Grips. Ein Korn nehmen wir mit, daraus können wir Samen machen. Ja, was ist hier in dem Trash? Nichts. Dachte ich mir. Ja, hier müsste irgendwo der Airdrop runtergegangen sein, aber ja. Und so, ihr versteht. So, wir nehmen uns lieber die Federn. Denn daraus machen wir Pfeile. Und Pfeile sind gut. Das weiß jeder. So, eigentlich wollte ich auch noch 2 Inventarplätze frei halten. Für das. Denn wir brauchen ja schließlich auch wieder ein paar Steine. Um die Löcher der Mauer zu flicken. Denn du hast dann leider ein paar reingegangen. Was schade war. So. Hops. Hops. Oh, hier sind Vogelnester. 1. Und da war noch 1. So. Hacken wir hier mal nochmal 2 rein. Hopp. Und hopp. So, wunderbar. Da ist noch ein Vogelnest. Und dann will ich was sagen. Wir sollten so langsam mal wieder Richtung Heimat gehen. Denn schon langsam wird's dunkel. Und jeder weiß, im Dunkeln ist es nicht sehr geil hier draußen. So. Klopfen wir die noch kurz kaputt. So, und mit mehr als 21 Pfeilen, oder wie viel wir jetzt noch haben, 15, ziehen wir jetzt dann demnächst wieder hier hin und looten hier alles raus, was so da ist. Ja, und dann könnten wir mal wieder. Ja, erst betreiben wir daheim Farming. Erstmal Farming betreiben. Habe ich dich schon? Yep. Nach Farming. Habe ich dich schon? Nach Farming betreiben wir Mauerreparatur. Und danach gehen wir hier hin. Schließlich brauchen wir Nahrung. Wir müssen für einen stetigen Vorrat der Nahrung sorgen. Denn irgendwann haben wir nichts mehr. Und wir haben jetzt schon kein nahrhaftes Fleisch mehr.
was schon zu Wellness-Problemen führt. Und die sind nicht gut. Nicht wahr? Also wir kriegen dich jetzt da tot. Teile noch. Ich hoffe, er verblutet. Ah! Na, was ist? Nimm mit. Noch drüber. In den Arsch! Oh, lauf da nicht zu weit. Kumpel! Kumpel! Oh! Kacki, ich hab nur noch 5 Pfeile. Und Kumpel hier rennt viel zu weit. Ich habe auch zu wenig Platz, ehrlich gesagt. Komm, wir gehen auch zurück. Wir gehen einfach zurück. Wir gehen dann irgendwann anders jagen. Wir gehen einfach mal schnell in die Base. Ich bin erstaunt, wie schön unsere Bäume hier wachsen. Ach ja, und hier könnten wir ja auch schon wieder looten, fällt mir so auf. Nichts. Naja. Wie gesagt, könnten. Hops. Guten Tag. Blob. Ah, home sweet home. Wunderschön. So, gucken wir doch mal. Wir haben Steine, wir haben Metall, das kommt hier rein, ihr kommt hier hin, ihr kommt mal, was ist du, Brass, ja, bleib da, Cobblestone, hier die ganzen Teile stapeln wir mal hier, Sand bleibt hier. Das Zeug kommt hier rein. So. Futterbox. Futter. Gelumpe-Box kommt rein. Die hier. Oh. Nice. Das Papier braucht man ja auch für Ammo. Keine Ahnung, was das ist. Und das Fass. Dann kommen hier rein Magnum, oben Hunting Rifle. Das sind die Parts, die noch abgehen. Pistolenparts. Ich glaube, dann ist er fertig. Oh, was geht da jetzt noch ab? Warum geht das und das jetzt auf einmal ab? Das verstehe ich nicht. Das hat man doch alles schon drin.
Moment. So. Yeah. Was brauchen wir hier für eine Munition? Die hier? Okay, Leute, ich muss es testen. Na kommt. Und dann müssen wir lernen, wie wir diese Munition hier machen. Und dann werden wir mit dem Hunting Rifle auf Hunting gehen. Ja. Jumpy, 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 jumpy. Warte mal. Nee, hier. Nee, wo war die Taste? Das? 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 Ich glaube, die hören darauf nicht. Wir machen da auch wieder Tee. Ich bin ja nicht bescheuert und trinke hier Wasser, wenn Wellness viel mehr bringt, wenn Tee mehr bringt. Ich höre schon wieder mehr Schritte als erwünscht, aber egal. So, hey Dude. Not bad, not bad. Ja, eigentlich könnten wir hier noch mal kurz die Autos plündern. Wo? Ach. So. Jeder Schuss ein Treffer. Bandana brauchen wir nicht. So. Ups, das war kein Treffer. Der war aber jetzt Headshot. Ja, will ich auch hoffen. Gut, das brauche ich nicht. Ah, wir haben hier genügend Nahrung, Leute. Den Hunting Knife sei Dank. Tschüss. Das braten wir gleich. Ich fühle mich gerade wieder optimistisch für die nächsten. Alter, guck mal, wie viel Munition wir dafür noch haben. Das ist ja paradiesisch. Oh, so. Aber jetzt, bevor Hunde kommen, schnell mal das Fleisch loswerden. Okay. Cherry Meat. Gut. Guck, den Tee. Nimm, nimm. Guck, guck. Rest tun wir hier wieder rein. Die Heiz kommt hier rein. Heiz, das. Nee, nicht Papier. Aber das Öl hauen wir mal hier mit rein. Ihr kommt hier rein. Ihr kommt mal hier rein. AK, hier, plopp.
Plus die Batterie, die brauche ich wahrscheinlich auch wie den. Euch nehme ich mal mit. Brass habe ich drin. So. Dann haben wir noch mal das Iron rein. Denn sonst brennt er ja hier komplett aus. Dich nehme ich mit. So, was für eine Munition ist das? Der 762. Kann ich nicht machen. Bullet Casing könnte ich machen. Aber ich habe doch für Bullet Casing die Materialien. Warum? Ich habe Brass. Ich habe Clay. Ich habe das Rezept. Ich könnte sogar das bauen. Ja. Könnte ich. Na dann, machen wir dich mal aus. Sparen wir mal ein bisschen. Bisschen Energy. Bisschen Energy. So. Eat. Eat. Drink. Kommt rein, kommt rein. Dich brauche ich echt nicht. Kommt da rein. Paper kommt nicht hier rein. Pepper kommt hier rein. Bullet Casing hätten wir. Wir brauchen Bullet Tips, bräuchten wir noch. 9 mm hätten wir auch noch. So, dann brauchen wir Holz. Arrowhead. Machen wir 250 Eisen. Kopfpfeile. Oder können wir auch die Steels machen? Wo ist das Zeug? Hier? Hätte ich auch. Warum kann ich nicht schmelzen? Was fehlt mir dazu? Ich habe alle Tools drin. Ein Amboss, ein Wrench, ein Patient Kit. Ich habe Clay drin, ich habe Iron drin. Hier steht aber auch nichts dabei. Naja. Nee, 250. Smelt. Clay müssen wir hier reinpacken. Ich muss die Folge beenden. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.